Gassi-Runde endete im Krankenhaus. Das Mädchen war mit ihrem chinesischen Schopfhund auf einer Gassi-Runde in der Straße an der Tonngrube unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann mit einem hellbraunen Hund auf der gleichen Straßenseite entgegenkam. Die 17-Jährige nahm ihren Hund auf den Arm und wollte an dem Mann vorbeigehen, als dieser ihr etwas ins Gesicht sprühte. Das Spray verletzte sie leicht an den Augen, ein brennendes Gefühl hatte eingesetzt. Der unbekannte Mann lief in Richtung Schule weiter. Das Mädchen beschreibt ihn als 45 bis 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß, korpulent, mit graumeliertem Haar. Er trug eine schwarze Schiebermütze, einen schwarzen knielangen Mantel und eine dunkle Hose. Bei dem Hund des unbekannten Mannes soll es sich um einen Amerikan Staffordshire Terrier oder Boxer handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter 03621 2610 entgegen.